kommen. Wir brauchen mehr Fachkräfte in Sachen Handwerk. Julian Schmidt ist 27, kommt aus Wallerfangen und will genau das machen und braucht eure Hilfe dazu. Er will eine eigene Schmiedewerkstatt eröffnen. Hallo Julian. Hallo. Das ist tatsächlich ein Beruf, Schmied zu werden. Der klingt erstmal ausgestorben, um es mal krass auszudrücken. So ist es leider auch. Also wie ich fertig war mit der Schule, wollte ich den Beruf ergreifen. Leider gibt es das in Deutschland nur noch an ganz wenigen Stellen, Südwestdeutschland schon eigentlich gar nicht mehr. Deshalb bin ich dann doch in einem anderen Beruf gelandet, wollte aber trotzdem das Ganze machen, habe mir es dann selbst beigebracht, ein Team aufgestellt und jetzt wollen wir so langsam in die Selbstständigkeit gehen, wenn alles klappt und wir die Werkstatt gut aufbauen können und es angenommen wird, dann können wir vielleicht hier das neue Stahlimperium hochziehen. Julian braucht, und das hört man, glaube ich, raus, eure Unterstützung unter anderem dazu. Was macht denn ein Schmied heutzutage noch? Schwerter, Schilde und Ritterrüstungen wohl kaum mehr. Also es gibt natürlich Schmiede, die sowas noch herstellen. So heute sind es meistens Schlossereien, die dann ab und zu noch verschiedene Sachen umbiegen. Also der klassische Schmied, der alles kann, gibt es fast gar nicht mehr. Deshalb, wir spezialisieren uns auf Messer und verschiedene Dekoartikel, ein bisschen Kunstschmieden. Ja, das ist so das, was wir wieder stärker vertreten wollen. Vor allem im Saarland, hier gab es früher viel, aber das schon, also selbst meine Großeltern wissen davon auch schon nicht mehr. Du hast dich schon in deiner Schulzeit dafür interessiert, Schmied zu werden. Wie kommt das denn? Na ja, gut, ich bin offen vom Gau, also vom Saargau bei Saarlouis. Ne? Wir sind all Knauber und machen alles selber. Von daher handwerklich begabt bin ich, kann ich wohl behaupten. Und da war die logische Konsequenz eigentlich, irgendwas im Handwerk zu machen. Aber das, was ich machen wollte, gab es leider halt nicht mehr. Ne? Und von daher ist das so unser Traum, den unser Team und ich halt auch leben. Und hoffen wir aufs Beste, dass das auch was wird. Wie viel Geld braucht ihr? Und ihr habt dafür eine Crowdfunding-Aktion gestartet. Genau, ne? Crowdfunding kennen im Saarland relativ wenige Leute, haben wir gemerkt. Das ist halt ähnlich einer Spendenaktion, nur dass man halt keine normale Spende macht, sondern man bekommt einen Artikel aus der späteren Firma dann. Bei uns sind es dann halt auch Messer, Gutscheine, Flaschenöffner, Schwenkhorken für den klassischen Saarländer und ganz viele verschiedene andere Sachen, die man bei uns im Shop dann auswählen kann. Und wir brauchen Minimum 30.000 Euro, dass wir die nötigsten Sachen kaufen können, auch Lagerbestand, Mietkosten, Firmengründungskosten sind damit eingerechnet und im weiteren Sinne, dann könnten wir richtig cool starten, das sind 50.000 Euro. Die Crowdfunding-Aktion läuft seit Montag, genau. Und zwar wie lange? 45 Tage, also bis Mitte April und wurde jetzt auch schon ganz gut angenommen, von daher ist es bis jetzt sehr gut angelaufen. Ne? Infos gibt's auf sa1.de, wir drücken euch natürlich die Daumen, trifft euch die Strafzollaktion von Trump? Ich glaube nicht. Danke, dass du hier warst. Danke auch, dass ich hier sein durfte. SR1.